Aber gar keinen Sinn gerade. Die haben sie doch gerettet. Warum ist sie dann wieder hier? Warum bin ich so unglaublich langsam im Rennen? Ich muss da lang, oder? Ich bin ein Geist. Eigentlich müsste ich die Fähigkeit haben zu fliegen. Aber denn hier? Kaum zu glauben, dass heute Nacht ein Cop ermordet wurde. So ruhig. Was für eine verschlafene Stadt. Öde. Nichts passiert hier. Nö. Es ist schön, weit weg von all den Problemen der Großstadt zu sein. Wie weh tut ein Tattoo? Der Cop hatte so viele. Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Tomb Raider. Es ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Rex fühlt sich schuldig, weil er Ron zu einem Leben als Polizist führte. Naja, aber am Ende des Tages haben wir uns, glaube ich, selbst dazu entschieden, Polizist zu werden. Wie weh tut ein Tattoo? Der Cop hatte so viele. Ist klar, dasselbe Charaktermodell. Einmal sitzt sie da und einmal läuft sie. Warum sind um diese Uhrzeit so viele Menschen draußen? Ich erinnere mich immer noch an das erste Mal, dass ich ihn sah. Ronan hatte diese schurkische Angeberei und ich gebe zu, das gefiel mir. Aber was mir noch mehr gefiel, war das Herz unter der Fassade, das er nicht verstecken konnte. Er war ein Typ aus einer üblen Gegend, aber es hatte ihn nicht so abgehärtet, wie er vorgab. Es läuft ein Mörder draußen frei herum und die Menschheit hat nichts weiter zu tun, als sich auf dem Spielplatz zu vergnügen. Wenn die jetzt hier dasselbe sagt, ne? Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Wow, dasselbe Charaktermodell, dieselben Sätze. Das ist schon hart. Und warum sind hier so dunkle Schatten? Was? Was war das? Alles, was im Schatten verborgen ist, macht mir Angst. Ja, kann ich verstehen. Okay, sie benutzen dasselbe Charaktermodell und dieselben Gedanken für die Charaktermodelle. Das ist schon eine Glanzleistung, würde ich sagen. Nicht. Es ist jetzt gerade ein bisschen enttäuschend, aber ja, gut. Katze, da bist du ja schon wieder. Hallo Kitty. Ja, ich weiß, ich musste zum Polizeirevier, da gehen wir ja auch gleich hin. Sie würde niemals Selbstmord begehen. Sie war glücklich mit ihrem Leben, hatte viele Freunde. Jemand muss ihr das angetan haben. So muss es sein. Was? Ich glaube, ich habe gerade zu viele Handlungsstränge auf einmal offen. Da liegt noch was. Gründlich durchsuchen ist das A und O, wir wissen's. Ah, guck mal, so ein Gasding noch, 14 Stück. Ach, scheiße, stimmt ja, die liegen ja überall in der Stadt verteilt. Hier ist auch noch was. Ronans Eltern klingen sehr instabil. Er muss wirklich schwer für ihn gewesen sein, aufzuwachsen und den instabilen, kriminellen Weg seiner Eltern zu folgen. Und jetzt ist er mein Rohdiamant. So eine gute Seele. Und stark genug, um das Gute beizubehalten. Mit allem, was er wegen seinen Eltern durchmachen musste. Es ist selten, dass jemand, der tatsächlich einen guten Grund hat, von seinen Eltern und ihrer Art der Erziehung gefrustet zu sein, sich nie beschwert. Er ist ein so viel besserer Mensch, als alle annehmen. Ah, ihr müsst ihn wirklich lieben. So richtig, richtig lieben. So, gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Hallo.
Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter? Ja. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Bett. Guck mal, ein Geistel. Hallo. Du siehst schuldig aus. Ach ja, schon wieder. Nur Schuldige schauen über ihre Schulter. Wovor hast du Angst? Wovor sich alle Schuldigen fürchten. Verdammnis. Dachte, ich gebe mir die Kugel und das war's. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber ich konnte den Druck nicht mehr ertragen. Welchen Druck? Dass es jemand herausfindet. Leute wie du haben hier immer herumgeschnüffelt, nach Hinweisen für andere Fälle gesucht. Mit jedem Bullen, der durch das Tor kam, spürte ich, wie sich die Schlinge enger zuzog. Wie sich rausstellt, hätte ich mir mehr zutrauen sollen. Sie verrottet noch immer dort, wo ich sie zurückließ. Ja, lach nur. Es gibt Leute, die es verdienen, zu wissen, was du getan hast. Kein Grund, das mit ins Grab zu nehmen. Wir alle nehmen etwas mit ins Grab. Selbst du. Hier wandern Dinge herum. Böse Dinge. Du solltest auf dich aufpassen. Ja, danke für den Tipp. Auch hier haben sie wieder dasselbe Charaktermodell genommen, wie schon in der ersten Wohnung. Aber wenigstens hat er nicht dasselbe getan und dieses Kind gestalkt oder so. Da geht's nicht lang. Okay. Du bist tot, meine Gute. Wie kann ich dir helfen? Harte Trennung? Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass da noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen, egal was dabei rauskommt. Okay. Ich sehe es mir an. Doof, wenn sich die Dialoge kreuzen von denen hier, war das, glaube ich. Beeinflussen. Auch beeinflussen. Okay, mir fehlt aber erstmal noch ein Hinweis. Okay, ich gucke mich erstmal um. Du siehst anders aus, wenn du bist zu dir greifst. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ja, das hatten wir heute schon. Na gut, egal. Der Aschland Hilfsfriedhof wurde 1632 gegründet als Teil des Kirchenfriedhofs für die neu angekommenen puratischen Siedler der Kolonie in Massachusetts Bay. Gewisse traumatische Ereignisse erweiterten den Friedhof erheblich und einen davon gab ihm seinen Namen. 1665 erkannte eine Schiffsbesatzung von Immigranten aus London, die vor der Pest flüchteten, dass sie bereits infiziert waren. Sie wurden im Friedhofsgebiet unter Quarantäne gestellt und warteten dort auf den Tod. Nach ihrem Tod wurden die Leichen verbrannt und die Asche vergraben. Seitdem ist der Friedhof aus Ashland Hills bekannt. Ash, wie Asche. Asch. Ich habe mich gerade ziemlich hart verhaspelt, tut mir leid. Wie ist es mit Kameras? Wie in England? Super, alles hier ist zu Fuß zu erreichen. Ja, jeder Schritt zu Fuß. Ist ein Schritt, den der Mörder dir hinterherlaufen kann. Wieso brennt dieses Haus? Ich kann hier leider nicht rein, wegmachen kann ich es auch nicht. Dabei liegt da noch was für mich. Ich will da rein. Wie gemein. Oh.
Okay. Und jetzt hat mir das nicht unbedingt viel gebracht. Nicht springen oder so. Das war mal unglaublich sinnfrei. Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Ja, und ich glaube, der Entwickler war ein bisschen sehr faul. Während das dem Salem Police Department weiterhin widerstrebt, die kürzlichen Morde offiziell in Verbindung zu bringen, haben sie die ungewöhnliche Art und Weise der Morde völlig außer Acht gelassen. Die häufigste Todesursache in New England, genau wie im Rest der Vereinigten Staaten, sind Schusswunden, aber Schüsse fielen in keinem der Morde. Nehmen Tote durch Verbrennung oder Erstickung zu? Oder gibt es einen Mörder mit einem bizarren Motiv, der in all seinen Morden eine perverse Vorgehensweise ausübt? Das stimmt ja gar nicht, der Polizist wurde ja erschossen. Wie komme ich jetzt an die anderen Sachen da dran? Da liegt noch was und da oben liegt auch noch was. Aber da komme ich nicht hin. Das sind Kinder. Und Erwachsene. Ich komme da ja nicht hin. Da drüben. Oh, die Katze könnte das schaffen. Die Katze! Natürlich, der Katz! So, aber erstmal, ja. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus, als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die... Wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Hat er sie betrogen? Ich würde ja sagen, nein. Nee, das ist falsch. Gebrochenes Herz, Selbstmord der Ex-Freundin, Schulter zum Ausfallen. Ich bin so doof manchmal. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. So, Katze. Katze. Ich brauch dich nochmal, Kleines. Es ist nur die Frage, wie komme ich hier rüber? Nein, das klappt nicht.
komme ich hier nicht hoch, zum Beispiel. Das ist eine dünne, schmusige Katze. Meine Güte, komm schon. Warum? Hä? Alles klar. Ach, ich kann das mit der Katze machen. Alles klar. Kratz, kratz, kratz. Der Katze ist schon ein bisschen tricky. Aber es ist geil. Also es macht schon Spaß. So. Deswegen lag die Katze auch darum. Das klingt falsch. Aber eigentlich brauche ich die Katze ja noch da hinten, ne? Hey, wo kann ich denn hier runter? Ah, okay. Okay, scheinbar war das das Einzige, was ich mit der Katze tun konnte. Kann ich hier durch? Nope. Ich kann aber auch leider nicht hoch. Okay, egal. Miau, miau, danke schon mal, Mr. Katze. Oder Mrs. Katze, was auch immer sie sind. Opfer am Deckenventilator hängt. Möglicher Selbstmord, aber keine Notiz. Glockensymbol deutet einen möglichen Mord an. Okay. Komme ich denn jetzt an die anderen beiden Sachen da hinten dran? Das sind wieder diese beiden Charaktermodelle, die werden wahrscheinlich dasselbe sagen, deswegen spare ich mir das jetzt einfach mal. Kann ich das hier entfernen oder so? Nope. Die sind ein auch sehr gleich aus. Problem ist halt, ich weiß nicht, ob ich hier nochmal hinkomme, wenn ich ein Polizeirevier bin. Die gehen da nicht rein, ne? Aber wie komme ich denn jetzt dahin? Die Katze kann ich nicht nehmen. Oder habe ich irgendwas übersehen, wo ich mit der Katze hätte rausgekommen? Die Katze ist jetzt halt so die einzigste Möglichkeit, die ich sehe, an die Notizen zu kommen, weil sonst komme ich da nicht hin. Das nochmal probieren. Also irgendwas muss ja mit der Katze sein. Die ist nicht umsonst da. Die kleine miese Katze. Katze, Katze, Katze. Aber wo komme ich mit der Katze raus? Das ist so. Da kann ich nicht hochspringen. Habe ich ja schon alles. Ist irgendwo ein Fenster offen oder so? Nein.
Darüber springen würde mir jetzt, glaube ich, nichts bringen. Ich weiß auch nicht zu gehen scheint. Nee, kann ich nicht. Schafft sie vom Sprung her nicht. Warum auch immer. Macht gar keinen Sinn.